Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Animal Learn TV, einer Sendung, die sich mit Themen rund um den Hund beschäftigt. Wir haben uns sehr über das positive Feedback zur ersten Sendung gefreut und interessiert die vielen Anregungen und Kommentare gelesen, die uns per E-Mail oder über Facebook geschickt wurden. Dabei ist uns aufgefallen, dass vor allem über das Thema Motivation und im Speziellen über die Futtermotivation diskutiert wurde. Das haben wir zum Anlass genommen, Motivationstechniken zum Hauptthema unserer zweiten Sendung zu machen. Grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, einen Hund im Training zu motivieren. Man kann zum Beispiel die Futterbelohnung einsetzen oder ein gemeinsames Spiel. Man kann positive Zuwendung einsetzen, indem man den Hund zum Beispiel lobt oder streichelt. Und last not least kann man den Hund auch einfach das tun lassen, was er im Moment am allerliebsten tun möchte. Beginnen wir zunächst mit der Futterbelohnung. Die Futterbelohnung ist wohl die, die am kontroversesten diskutiert wird. Noch immer gibt es viele Hundehalter, die glauben, der Hund solle ihnen zuliebe arbeiten und nicht für das Futter. Dabei ist es für einen Hund etwas ganz Natürliches, Handlungen zu zeigen, um an Nahrung zu kommen. Wichtig ist aber natürlich, dass man die Futterbelohnung richtig einsetzt. Dabei ist als erstes mal zu beachten, dass man dem Hund als Belohnung etwas anbietet, was er auch wirklich mag, also was für ihn wirklich einen Anreiz darstellt, mit mir zu arbeiten. Da könnten zum Beispiel Wurststückchen genommen werden oder Käsestückchen oder auch irgendetwas anderes, was der Hund einfach ganz besonders gerne isst. Und dann sollte man natürlich bedenken, dass es das Futter wirklich nur für ausgeführte Handlungen gibt. Also das bedeutet, dass man das Futter bitte nicht so einsetzt, dass man den Hund wahllos einfach damit vollstopft, sondern der Hund soll schon lernen, wenn ich eine bestimmte Anweisung befolge, wenn ich eine Handlung ausführe, die von Herrchen oder Frauchen gewünscht ist, dann bekomme ich eine tolle Belohnung. Ich zeige euch jetzt mit meiner Hündin Rosina, wie es gemeint ist. Rosina, schau mal her. So ist fein. Mach mal Platz. Sehr gut. Ganz brav. Schau und weiter. Ihr seht, ich habe Rosina ein Kommando gegeben. Sie hat es ausgeführt und dafür gab es die Futterbelohnung. In diesem Fall ein Stück Käse, weil den Rosina am allerliebsten mag. Zusätzlich habe ich auch noch das Lob verwendet, um sie auf dem Weg zu mir schon zu bestätigen und in eine freudige Erwartung zu bringen. Nun machen sich viele Hundehalter Sorgen, dass wenn sie über Futterbelohnung arbeiten, dass der Hund dann nur noch arbeitet, wenn man vorher ein Leckerchen in der Hand hält und sozusagen dem Hund gezeigt hat, hier, ich habe was, jetzt lohnt es sich, mit mir zu arbeiten. Aber dem ist nicht so, aus zwei Gründen. Erstens, wenn man das Kommando gibt, sind die Hände leer. Man arbeitet mit leeren Händen, das Leckerchen wird hinterher genommen und dem Hund gezeigt und auch gegeben. Zweitens, man arbeitet nur anfangs über die sogenannte Immerbestätigung. Das heißt, wenn man eine Übung neu aufbaut, wird jeder Durchgang, den der Hund gut macht, mit Futter bestätigt. Und das macht man etwa 8 bis 10 Tage, bis der Hund die Übung richtig gut kann und auch weiß, was von ihm erwartet wird. Dann fängt man an, auf die sogenannte variable Bestätigung umzuswitchen. Das heißt, man gibt dem Hund nicht mehr jedes Mal ein Leckerchen, sondern jedes zweite, dritte, vierte, zweite, dritte, nächste Mal. Es muss bei der variablen Bestätigung unbedingt eine Variabilität sein, die der Hund nicht als solche durchschauen kann. Also wenn ich zum Beispiel einmal ein Leckerchen gebe und einmal nicht und dann wieder ja und dann wieder nein und dann wieder ja und dann wieder nein, dann hat der Hund natürlich ziemlich schnell begriffen, ob es sich diesmal lohnt, weil es ein Leckerchen gibt, oder eher nicht so lohnt, weil es keins gibt. Wenn ich aber mal bestätige und mal nicht bestätige und das in einem Muster, das für den Hund nicht durchschaubar ist, dann bleibt er immer in dieser positiven Erwartungshaltung, jetzt könnte es soweit sein. Schließlich hört man immer wieder, dass Hundehalter sagen, na ja, wenn mein Hund Futterbelohnung nimmt, dann ist er ja bestechlich.
Und das ist natürlich, wenn man mal so genau drüber nachdenkt, nicht gerade etwas Positives, was man über den eigenen Hund da sagt. Ist der Hund wirklich bestechlich? Überlegt mal, wenn ich euch jetzt eine wirklich leckere Praline anbiete oder irgendetwas anderes, was ihr gerne esst, und ihr nehmt es und freut euch darüber, würde es euch gefallen, wenn jemand sagt, ah ja, der ist ja bestechlich oder die ist ja bestechlich? Die Futterbelohnung dient dazu, den Hund zu motivieren, mitzumachen. Denn seien wir mal ehrlich, welche Veranlassung hat denn ein Hund, Sitz oder Platz zu machen? Wenn wir uns über diese Frage Gedanken machen, dann kommen wir natürlich ganz schnell an einen Punkt, wo uns klar wird, ein Hund hat aus sich heraus überhaupt kein Interesse daran, auf Kommando des Menschen Sitz oder Platz zu machen. Es sei denn, wir setzen Motivationstechniken ein. Und die Futterbelohnung ist dabei wahrscheinlich die artgerechteste. Denn in freier Wildbahn ist es für einen Kaniden etwas ganz Natürliches, Handlungen zu zeigen, um an Nahrung zu kommen. Eine andere Motivationsart besteht darin, den Hund zu loben und ihm positive Zuwendung zu geben, ihn zum Beispiel zu streicheln, um ihm zu zeigen, die Handlung, die er eingeleitet hat, ist gut oder das Kommando, das er erfüllt hat, hat er richtig gemacht. Nun ist es aber so, dass Hunde diese Motivationsart unterschiedlich bewerten. Es gibt individuelle Unterschiede und auch rassespezifische Unterschiede. Bestimmte Rassen, wie zum Beispiel der Collie, werden in der Regel sehr gerne gestreichelt, haben unheimlich gerne Körperkontakt mit dem Menschen. Auch der Labrador würde dazu gehören. Andere Rassen, wie zum Beispiel der Shiba Inu, der Chow Chow, der Akita Inu oder auch die Herdenschutzhunde, werden gern mal kurz gestreichelt, signalisieren dann aber ganz deutlich, dass sie wieder etwas mehr Individualdistanz hätten und dass man seinen Kuschelanfall irgendwo anders ausleben soll. Das heißt, wenn man sich über Motivationsarten Gedanken macht, dann muss man auch ein bisschen schauen, welche Art von Hund habe ich vor mir? Ist für den eine Kuscheleinheit wirklich eine Belohnung? Oder nimmt er es eher gleichmütig entgegen oder ist er sogar eher genervt davon? Dabei kann es natürlich auch individuelle Unterschiede geben. Also ich könnte zum Beispiel einen Herdenschutzhund vor mir haben, der sehr gerne kuschelt, oder einen Collie oder Labrador, der eher weniger begeistert davon ist. Man muss einfach schauen, was der jeweilige Hund anbietet. Und ganz wichtig, gekuschelt wird natürlich nicht nur als Belohnung für getane Arbeit, sondern auch einfach nur mal so, weil es schön ist und weil es der Seele gut tut. Wenn ihr über das Lob arbeitet, ist wichtig, dass das Lob schon in dem Moment einsetzt, wo der Hund die gewünschte Handlung im Ansatz zeigt. Also wenn ihr zum Beispiel mit eurem Hund unterwegs seid und er spielt irgendwo da hinten in der Wiese und ihr ruft ihn, in dem Augenblick, wo er anfängt loszulaufen, setzt ihr schon mit dem Lob ein und gebt ihm so die Information, dass das, was er da gerade tut, schon richtig ist. Außerdem wirkt ihr dadurch natürlich viel freundlicher und motivierender, als wenn ihr still und stumm an Ort und Stelle steht und erst etwas zu ihm sagt, wenn er die ganze Handlung bis zum Ende durchgespielt hat. Yukon, schau mal hier. Fein. Bravo, Hund. Ja, so ist gut. Na komm, jetzt gehen wir weiter. Hopp. Ja, guter Hund. Fein. Ganz brav. Bei der Spielmotivation setzen die meisten Trainer und Hundehalter ein sogenanntes Motivationsobjekt ein. Das heißt, ein Gegenstand, mit dem sie gemeinsam mit dem Hund spielen. Der Hund führt zum Beispiel eine Übung aus und zur Belohnung wird dieser Gegenstand geworfen und er darf ihn apportieren. Die Tücke bei der ganzen Sache kann sein, dass man den Hund eventuell zu sehr auf diese Beutespiele fixiert. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Denn wenn diese Beute eine zu hohe Wichtigkeit im Leben des Hundes erhält, dann ist natürlich auch die Bereitschaft, diese Beute zu verteidigen, nicht weit. Das heißt, wenn ich in die Spielmotivation zu exzessiv reingehe, dann könnte es sein, dass ich als unerwünschte Nebenwirkung eine Beuteaggression antrainiert habe.
Mit meinem Jungrüden Yukon zeige ich, wie man es machen könnte. Yukon, komm mal mit. So ist fein. Schau mal, was ich habe. Super. Mach mal Sitz. Fein. Schau. Und weiter. Sehr gut. Bring's mit. Ja, schnell. Ja, toll. Prima, Schatz. Fein. Ja, es ist toll. Hui. Hopp. Sehr gut. Brav. Ui, 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 ui. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, super machst du das. Sehr schön. Na, lauf. Also, wie man hier sehr schön sehen konnte, der Hund hat Spaß beim Ausführen des Kommandos und natürlich auch beim anschließenden Bringen und Zergeln mit seinem Motivationsobjekt. Und wenn man die ganze Sache nicht übertreibt, ist das auch durchaus in Ordnung. Eine weitere Motivationsart besteht in der Lieblingsbeschäftigung. Das heißt, ich lasse den Hund das machen, was er jetzt in diesem Augenblick am allerliebsten tun möchte. Das könnte zum Beispiel so aussehen, dass ich eine kleine Übung mit ihm mache und wenn mir vorher aufgefallen ist, dass er schon immer zum Bach rüberschielt, lasse ich ihn als Belohnung in den Bach springen. Oder nehmen wir an, er sieht in einiger Entfernung seinen besten Kumpel und möchte am liebsten schon durchstarten, um den zu begrüßen. Dann kann ich ab und zu noch ein kleines Kommando von ihm verlangen, wie zum Beispiel einen Sitz. Dann löse ich ihn aus diesem Sitzkommando wieder auf und lasse ihn zu seinem Kumpel hinrennen. Und somit verbinde ich dann etwas, was er unheimlich gerne tun möchte, mit dem davor gezeigten Kommando. Guter Hund. Fein, Yukon. Yukon, mach mal Sitz. Mach Sitz. Sitz, Yukon. So ist fein. Schau, jetzt darfst du laufen. Prima. Gut, hallo. In dieser Szene konntet ihr sehen, wie schwer es Yukon gefallen ist, nicht gleich zu seinem Kumpel durchzustarten, sondern erst noch das Kommando Sitz zu befolgen, das ich ihm deshalb ja auch mehrfach geben musste. Nachdem er es dann aber doch ausgeführt hat, durfte er das tun, was er in diesem Moment am allerliebsten wollte, nämlich zu seinem Kumpel Gandhi laufen. Alle vorgestellten Motivationsarten bringen viel Spaß für Hund und Halter und lassen sich hervorragend dafür einsetzen, den Hund zur Mitarbeit zu bewegen. Dennoch gibt es noch etwas Wichtiges zu bedenken. Die an den Hund gestellte Aufgabe muss für ihn lösbar sein. Wenn er nicht versteht, was wir von ihm wollen, oder es zwar versteht, sich damit aber überfordert fühlt, wird auch die beste in Aussicht gestellte Belohnung nichts nützen, weil der Hund sie einfach nicht erreichen kann, selbst wenn er sich ganz viel Mühe gibt. Und dann bleibt nur Frust, was keine gute Voraussetzung für ein motiviertes und erfolgreiches Lernen ist. Deshalb immer daran denken. Seid für eure Hunde ein guter Lehrer, der Lernziele in für den Schüler gut erreichbare Einzelschritte unterteilt, sodass der von Erfolg zu Erfolg geführt wird. So macht Lernen richtig Spaß und führt schnell zum gewünschten Ergebnis. Wir hoffen, wir konnten euch den ein oder anderen Tipp zum Thema Motivationsmöglichkeiten geben, den ihr in euer Training mit einfließen lasst. Mit Freude zu lernen ist wichtig für Mensch und Hund und schweißt das Team so richtig zusammen. Wer mehr über das Lernverhalten von Hunden und Motivationstechniken erfahren möchte, den empfehlen wir das Buch »Die Welt in seinem Kopf – Über das Lernverhalten von Hunden« von Dorothee Schneider. In der ersten Ausgabe von Animal Learn TV haben wir euch die unzertrennlichen Schwestern Marie und Luise vorgestellt. Wir freuen uns, dass die beiden inzwischen ein neues Zuhause gefunden haben und möchten euch mit ein paar Bildern zeigen, wie gut es ihnen bei ihrer neuen Familie geht. Ich freue mich, euch heute die neue Familie von Marie und Luise vorstellen zu können, nämlich Herrn und Frau Schubert, die beiden vor 3 Wochen adoptiert haben. Wir sind heute hier in der Hundeschule
um die ersten Abrufübungen und den ersten Freilauf mit den beiden zu üben. Und ich glaube, man kann sagen, dass sich Marie und Luise gut bei euch eingelebt haben, oder? Das kann man wirklich sagen, ja. Und ihr seid glücklich und zufrieden mit euren neuen Hausbewohnern? Oh ja. Das ist unglaublich. Sind wunderbar, die beiden. Ja. Schön. Wie ihr wisst, liegt uns der Tierschutz sehr am Herzen. Und deshalb möchten wir euch gleich einen anderen unserer Mitbewohner im Tierheim von Häuser der Hoffnung e.V. vorstellen, den Dalmatinerrüden Paul, der nun schon seit 2,5 Jahren bei uns wohnt und darauf wartet, von seinen Menschen gefunden zu werden. Das ist der Dalmatinerrüde Paul, den wir euch heute gerne vorstellen möchten. Paul kam 2011 zu uns ins Tierheim und lebte mehrere Monate auf den Straßen Sarajevos, wo er von anderen Hunden gemobbt wurde. Dadurch hat er sich ständig verkrochen und hat sich nur herausgetraut, wenn er auf Futtersuche war. Bei seiner Ankunft mussten wir feststellen, dass schon einige inzwischen verheilte Wunden da waren und auch noch nicht verheilte Wunden und er auch unter Schmerzen litt. Außerdem leidete er unter einer verminderten Sehkraft. Paul ist ein ganz lieber Kerl, der sich gut bei uns eingelebt hat. Er ist anhänglich und verschmust und versteht sich auch gut mit Kindern. Er fährt gerne im Auto mit und macht gerne Ausflüge mit seinen Menschen. Seine Sehbehinderung beeinträchtigt ihn kaum. Er kompensiert das richtig gut mit anderen Sinnen, sodass man beim Spaziergehen gar nicht bemerkt, dass er kaum sieht. Außerdem gibt ihm die Leine auch viel Sicherheit. Radfahrer und Jogger interessieren ihn überhaupt nicht. Er geht einfach seinen Weg und er liebt es, viel herumzuschnüffeln. Lange Wanderungen oder Aktivitäten wie Powerwalking schafft er nicht mehr und ist deshalb ideal für Menschen geeignet, die ebenfalls mit einer kleinen Runde zufrieden sind. Leider ist Paul mit Artgenossen nicht gut verträglich und mit Katzen versteht er sich auch nicht so gut. Aber als Einzelhund ist Paul ein richtig treuer Begleiter, der sein Herz an seine Menschen verschenkt. Draußen möchte er einfach nur in Ruhe gelassen werden, auch bei Hundebegegnungen, wenn die ihn in Ruhe lassen, bleibt er auch ruhig. Paul ist inzwischen 8 Jahre alt und wir wünschen ihm, dass er für den Rest seines Lebens einfach einen schönen Platz bekommt bei richtig lieben Menschen. Wichtig wäre, dass das Haus, in dem er lebt, ebenerdig ist oder eben einen Fahrstuhl hat, weil er Probleme mit dem Bewegungsapparat hat. Und wer sich für Paul interessiert, meldet sich bitte im Tierheim von Häuser der Hoffnung in Bern am Chiemsee. Liebe Hundefreunde, schön, dass ihr dabei wart bei der zweiten Ausgabe von Animal Learn TV, einer Sendung von Hundebegeisterten für Hundebegeisterte. Wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat und ebenso, wenn ihr uns via Facebook mitteilt, welche Themen ihr euch für die kommenden Sendungen wünscht. Bis zur nächsten Ausstrahlung am 21. November wünschen wir euch viele schöne Momente mit euren vierbeinigen Begleitern.